Die Richtung ist klar. Wir bewältigen die Krise, aber wir vernachlässigen die Zukunftsaufgaben dieses Landes dabei nicht. Im nächsten Jahr werden wir die arbeitende Bevölkerung, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, verschonen vor ansonsten drohenden fast 19 Milliarden Euro Steuererhöhungen, heimliche Steuererhöhungen. Rekordinvestitionen. Dieser Bundeshaushalt umfasst Rekordinvestitionen in die digitale und in die Verkehrsinfrastruktur, in den Klimaschutz, in effiziente Gebäude. 50 Milliarden Euro stehen im Etat zur Verfügung. Hinzu kommen die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Für die Ertüchtigung der Bundeswehr haben wir ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro aufgelegt. Mit diesem Bundeshaushalt kehren wir zurück zur Schuldenbremse. Wir verbinden also die Disziplin für den Bundeshaushalt mit den notwendigen Maßnahmen zur Krisenbewältigung.